Bhujangasana, die Kobra-Stellung. Bhujangasana ist eine der Asanas. Asanas sind Stellungen. Asanas in diesem Kontext sind insbesondere die Hatha-Yoga-Körperhaltungen. Vielleicht kennst du Bhujangasana, die Kobra. Bhujangasana heißt, du nimmst die Stellung einer Kobra ein. Du liegst auf dem Bauch, gibst die Hände unter die Schultern, hebst den Brustkorb hoch und die Schultern nach hinten. Bhujangasana stärkt die Rückenmuskeln, stärkt die Gesäßmuskeln, gibt eine gute Massage für die Bauchorgane, auch die weiblichen Geschlechtsorgane, auch eine gute Massage für die Nieren, öffnet das Herz, hilft dazu, dass du das Herzchakra spürst, dass die Energie vom Herzchakra über die Kehle bis zur Stirn nach oben steigen. Bhujangasana ist auch ein Symbol für den Menschen, liegend auf dem Boden. Alle Vierer auf dem Boden heißt in der Erdebene gut verwurzelt zu sein. Das Herz ist offen in Bhujangasana, das heißt, es ist Freude da und es ist Verbindung mit Menschen da. Die Aufgabe ist, Liebe zu allen Wesen zu haben. Der Kopf ist oben, was heißen soll, hohe Ideale zu haben, nach einem Höheren zu streben, sich verbinden zu wollen mit Gott. Es gibt bei den Yoga-Vidya-Internetseiten auch vieles über die Kobra. Du findest mehrere Videos über Bhujangasana, die Kobra. Du findest viele Fotos zum Thema Bhujangasana, Kobra. Viele Beschreibungen auch der Wirkungen. Hier im Yoga-Vidya-Sanskrit-Lexikon, daher nur der kurze Eintrag, Bhujangasana, die Kobra-Stellung.